Hallo Kackbratzen. Nach dem Erfolg der ersten beiden Baphomets Fluchspiele auf der PS1 kontaktierte Sony Revolution Software, um ein Spiel zu entwickeln, das zunächst zeitexklusiv auf ihrer Konsole veröffentlicht werden sollte. Vielleicht war das ein etwas schweres Geschütz, aber es ging ums Überleben. Revolution sagte sofort zu, aber man wollte vom Stil der vorherigen Projekte abweichen und ein Spiel mit einem Geheimagenten-Thema entwickeln, das in einer Action-Umgebung spielt. Entwickler Charles Cecil ließ sich dabei von Filmen wie etwa Pulp Fiction und die üblichen Verdächtigen inspirieren. Zusätzlich wollte man nicht die alte Baphomets Fluch-Engine benutzen, sondern stampfte für das neue Spiel eine eigene und komplett neue Game-Engine aus dem Boden. Das Ergebnis war allerdings ein eher durchschnittliches Adventure-Spiel. Man lobte zwar die Story, die Grafik und auch die Rätsel, aber die Steuerung, die Animationen und auch die Actionsequenzen waren leider nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. We've been shown more satellite evidence of Chinese nuclear deployments off the coast of Taiwan. I have to say, these pictures don't leave much room for argument. Das Spiel von heute hört auf den wunderbaren Namen In Cold Blood und wurde zunächst im Jahr 2000 für die PS1 und dann ein Jahr später auch für den PC veröffentlicht. Als Fan der Baphomets Fluchspiele wusste man, dass man sich auf eine grundsolide und gut inszenierte Story freuen darf, sowie eine perfekte Sprachausgabe. Und wenn der eher düstere Ton eines Spionagetrillers vermutlich weniger humorvoll daherkommt wie etwa Baphomets Fluch, musste man tatsächlich nicht auf eine charmante Geschichte verzichten, bei der es keine Minute lang Langeweile geben wird. Das Setting könnte auch aus einem James-Bond-Film stammen. Zwei Supermächte, genauer gesagt die USSR und China, befinden sich in einer sehr angespannten Lage, die sich zu einem nuklearen Krieg zuspitzen könnte. Doch es scheint so, als hätte eine mysteriöse Gruppierung, die die wahren Drahtzieher dieser Auseinandersetzung ist, ihre Finger im Spiel und nutzen das nukleare Geplänkel für ihre ganz eigenen finsteren Zwecke. Now, John Court, you are going to tell me everything about your mission. We will start at the beginning with Alpha. Und so schlüpfen wir in die Rolle des MI6-Agenten John Court, um einen Putsch im fiktiven ehemaligen Sowjetland Wolgien zu untersuchen. Bald ist er nicht nur selbst in einem Netz aus Geheimnissen, Intrigen und übernatürlichen Ressourcen verwickelt, sondern wurde zudem von den Schergen des Oberbösewicht Dmitri Nagaro gefangen genommen und muss nun unter Folter und dem Einsatz von Drogen seine Informationen preisgeben. Vulgia. Officially, a peace-loving state tucked between China and the old Soviet Empire. Unofficially, a very nasty place indeed. Der Großteil des Spiels spielt sich in Rückblenden ab, an die sich Court während des unfreiwilligen Verhörs erinnert, was ihn überhaupt erst in diese missliche Lage versetzt hat. Wird sich Court aus dieser mehr als ungeschickten Lage befreien können? Wird er die Identität seiner Verräter lüften und auch Frieden zwischen den beiden Großmächten stiften können? Das liegt einzig und allein an euch. My friend, my car came off the road. They must have put something in the beer, eh? Während das Setting und die Story keinen Preis für ihre Originalität gewinnen werden, hat aber Revolution Software alles unternommen, um diese schwere Kost so verdaulich wie möglich zu gestalten. Leider ist das eigentliche Gameplay ziemlich repetitiv. Man verschafft sich Zugang zu verschiedenen Industriekomplexen, schlägt Wachen nieder oder tötet sie kaltblütig, bedroht unschuldige Techniker, um Informationen aus ihnen herauszupressen, muss sich mit Robotern herumschlagen, um eine holde Maid zu befreien, dem Fuchs ein Abo hinterlassen, einen vermissten Agenten finden, eine Bombe platzieren, einen Raketenstart verhindern, dieses und allen anderen Videos auf dem Kanal teilen und all den anderen Kram, den so ein Geheimagent eben den lieben langen Tag auf seiner To-Do-Liste hat. Im Prinzip lässt sich in Cold Blood auf zwei Arten spielen. Entweder rumpelt man durch die Level wie ein wild gewordener Handfeger und ballert aus vollen Rohren, oder man wählt die feine englische Art und schleicht sich durch das Spiel. Praktischerweise kann man, wenn man sich geschickt von hinten anschleicht, eine Wache mit nur einem tödlichen Handkantenschlag ausschalten. So spart man sich nicht nur Kugeln, sondern auch eine Menge Stress, denn zu viel Lärm bringt auch die anderen Wachen auf den Plan, die euch ihrerseits sehr gerne das Licht auspusten wollen. Leider bin ich nicht besonders gut im Schleichen. Man wird allerdings sehr schnell feststellen, dass Schleichen die einzig wahre Option ist, denn man wird allzu oft und allzu schnell ins Gras beißen, wenn man wieder mal alle Wachen aus ihrem Mittagsschlaf aufweckt. Das Spiel ist ziemlich unversöhnlich, wenn man sich zur falschen Zeit am falschen Ort befindet. Who are you? Wachen zögern nicht lange und werden euch sofort erschießen. Wenigstens hat man einen Bildschirmtod ganz lustig in das Spiel eingebaut. Anstatt wirklich zu sterben, befindet man sich direkt im Verhör mit seinen Widersachern. Unser Held erkennt, dass er bei seiner Erzählung einen Fehler gemacht hat und bittet den Spieler bzw. seinen Verhörpartner, den letzten Spielstand neu zu laden.
Das ist beim ersten Mal noch ganz lustig, aber wenn man bei der ein und derselben Situation 30 Mal scheitert, dann kann das einem mit der Zeit tierisch auf den Sack gehen. Was Revolution bei der Entwicklung aber sehr gut gelungen ist, ist die lebendige Spielwelt. Man hat zu keiner Zeit das Gefühl, dass man als Ein-Mann-Armee durch langweilige Level wandert. Stattdessen ist alles voller Leben. Die zahlreichen Techniker und andere Charaktere gehen ihren Geschäften nach und mit vielen von ihnen kann man sich sogar unterhalten. Mit Ausnahme von den eher wortkargen Soldaten. Adventure-typisch erhält man somit oft wichtige Informationen. I put my security pass in my locker. And it stays there until I've had my shower. Und wie vorhin kurz erwähnt, huschen auch Roboter durch die Gegend. Diese Metallburschen können echte Schmerzen bereiten, da sie leider immun gegen Bleikugeln sind. Wer die Roboter umgehen möchte, muss ihnen entweder geschickt ausweichen, was allerdings ein gutes Timing erfordert, oder man sabotiert deren Ladestationen. Klingt nervig? Aber sowas von. Und das gilt auch für die unzähligen inventarbasierten Rätsel. Im Prinzip gilt es hauptsächlich, irgendwelche dämlichen Schlüsselkarten zu finden oder auch Computer zu hacken, um Informationen zu erhalten und Strategien auszuarbeiten. Damit das Hacken etwas einfacher von der Hand fällt, ist unser Held mit einem praktischen Dingsbums namens Remora ausgerüstet. Dieses kleine Gerät ermöglicht es ihm, sich kinderleicht in die Sicherheitssysteme zu hacken, um nicht nur einen Blick in die Datenbanken zu werfen, sondern es gibt auch ein kleines Radar, mit dem man sich anzeigen lassen kann, wie viele Wachen sich in einem bestimmten Raum befinden oder wo sich gerade ein patrouillierender Roboter befindet. Da aber in Cold Blood ein Adventure ist, liegt der Schwerpunkt eindeutig auf der Kommunikation. Be careful. My orders are to get you out alive. Don't worry. I can look after myself. Man sollte unbedingt auch noch so unnötig und langweilige Gesprächsoptionen auswählen, um auch mögliche Ankerpunkte für weitere Gespräche freizuschalten und man sollte auch so oft es geht wieder zu alten Gesprächspartnern zurücklaufen. Denn es könnte sein, dass ihnen während eurer Abwesenheit noch ein paar neue Punkte eingefallen sind. Sehr lustig ist aber auch die Möglichkeit, andere Charaktere mit der Waffe zu bedrohen, um ihnen somit mehr oder weniger freiwillig von ihrer Informationslast zu befreien oder ihn davon abzuhalten, Alarm zu schlagen. Or I'll blow your fat head clean off your shoulders and take it myself. Well, if you're going to be like that, just trying to do my job. Wo jetzt in Cold Blood absolut nicht glänzen kann, ist die Steuerung. Im Prinzip hat man ja selbst Schuld, wenn man ein Point-and-Click-Adventure auf der Konsole spielen möchte und nicht auf einem PC. Wer den Helden durch das Spiel manövrieren möchte, muss sich auf sehr viel Frust gefasst machen, da die Steuerung tendenziell übermäßig empfindlich auf Tastendrücke reagiert. Manchmal sind auch Hotspots falsch oder kilometerweit vom eigentlichen Knopf entfernt, was sehr ärgerlich ist, wenn man mal wieder einen Türschalter sucht, der optisch zwar eindeutig vor dem Charakter auf dem Bildschirm sichtbar ist, aber der Auslöser selbst vielleicht einen Schritt daneben liegt. Da möchte man eigentlich nur noch in den Controller beißen. Kommen wir aber mal zu den positiven Dingen. Die Grafik. Wenn man das Spiel zum ersten Mal startet, dauert es nicht lange und man fühlt sich sehr stark an Beneath the Steel Sky erinnert, was aber nicht überraschend ist, da das Grafikteam an beiden Spielen gearbeitet hat. Die vorgerenderten Hintergründe sehen hervorragend aus und enthalten in den meisten Fällen kleine Animationen, um ihnen etwas mehr Leben zu verleihen. Es wurde auch große Sorgfalt darauf verwendet, dass die Sicht des Spielers niemals durch den Kamerawinkel oder ein Stück Landschaft beeinträchtigt wird, was vor allem im Kampf gegen die Wachen ein großer Vorteil ist. Insgesamt spielt sich in Cold Blood so, als wäre man in einem Film, wobei die Handlung intelligent um Zwischensequenzen von unseren Helden und seinem Verhör verwoben ist. Die Filme sind hervorragend geändert und aufgrund seiner unter Drogen stehenden Geisteshaltung ist es ziemlich verwirrend, ihnen zu folgen. Kostov. She had inside information. But the bug you planted at the Pentagrad was no longer functioning. Darüber hinaus werden durchgehend Zwischensequenzen der gleichen sauguten Qualität verwendet, um wichtige Abschnitte des Spiels hervorzuheben. Und jede Person, der man begegnet, spricht mit ihrer eigenen individuellen Stimme und man spürt deren unterschiedlichen Persönlichkeiten. In die Dialoge wurde viel Humor eingebracht, sodass alles schön ausgewogen und unterhaltsam bleibt. What shall we play? Secrets. Secrets. Let's play Secrets. Auch die Musik weist hohe Produktionswerte auf und es ist wirklich ein Ohrenschmaus, wenn die Partitur mit der dramatischen Spannung anschwillt. You are everywhere, Englishman. Let go of the girl, or I shoot. Wer Baphomets Fluch gespielt hat und auch irgendwie erwartet, dass in Cold Blood sich in ähnlicher Weise spielen lässt, könnte vielleicht enttäuscht sein, da das Gameplay sich komplett unterscheidet. In Waffengefechten wird man ziemlich ins Schwitzen kommen und insgesamt lässt sich das Spiel nicht ganz so gemütlich spielen, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. In Cold Blood ist mehr ein Adventure-Action-Hybrid-Dings, das aber mit einer ziemlich guten Story daherkommt.
bit of training, it could be quite useful. Wenn man also mit den kleinen Hindernissen erstmal zurechtkommt, entfaltet sich die wahre Pracht dieser kleinen Adventure-Perle. Mit der Grafik, der Handlung und der fantastischen Kulisse dürfen sich Adventure-Fans auf eine wirklich wunderbare Reise freuen. Wegen der Spielbarkeit würde ich allerdings die PC-Version vorziehen, um das Schmerzlevel auf ein erträgliches Maß zu halten. Arthur made one promise that did come true. She said, I'd be back on a beach in no time. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.